Also mein Name ist Martin Zorowitz, ich komme von der Biodata Mining Group von der Universität Bielefeld und da beschäftige ich mich mit den Themen Computer Vision und Machine Learning, hauptsächlich im Unterwasserbereich und entwickle aber auch die Software Beagle für Bild- und Videoannotationen, die ich hier einmal gerne vorstellen möchte. Bevor ich erkläre, was man so mit Beagle machen kann, wollte ich einmal zeigen, warum man so etwas wie Beagle überhaupt braucht. Und zwar ist es in vielen Forschungsbereichen so, dass Bilddaten gesammelt werden. Hier sieht man zum Beispiel ein Bild aus der Tiefsee aus ungefähr 4 Kilometern Tiefe, wo man mit automatischen, autonomen oder ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen Bilder aufnimmt, um den Meeresboden zu untersuchen. Hier sieht man ein anderes Bild von der Küste von Galapagos, wo man mit Flugdrohnen Leguane beobachten möchte, um sie zu zählen und das Verhalten zu beobachten. Und bei den beiden Bildern, die ich jetzt schon gezeigt habe, da sieht man auch, warum man die Bilddaten sammelt, denn an diese Orte kommt man schlecht zu Fuß oder man kann auch nicht dahin schwimmen in 4 Kilometer Tiefe. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man diese Bilddaten sammeln kann, um überhaupt Forschung zu betreiben an diesen Regionen. Und ich habe auch noch ein drittes Beispiel. Das hier ist ein digitales Mikroskopiebild von Kieselalgen. Und hier habe ich auch noch was drin gelassen, was in den anderen beiden Bildern nicht zu sehen war, und zwar diese Kästen. Und darum dreht sich alles. Diese Kästen sind die Annotation. Und die habe ich hier drin gelassen, damit man überhaupt sieht, was an diesem Bild so interessant ist. Denn als Laie oder ich selbst würde auch kaum erkennen, was denn jetzt in diesem Bild analysiert werden sollte. Und was alle Forschungsfelder vereint, die solche Bilddaten sammeln, ist, dass die Bildannotation das wichtigste Werkzeug ist, um die Daten auszuwerten. Und damit das einmal klar ist, denn das Wort Annotation ist in verschiedenen Forschungsbereichen mit unterschiedlichen Bedeutungen belegt. In diesem Fall ist eine Bildannotation der Zusammenschluss von einem Marker und einem Label. Hier habe ich wieder ein Unterwasserbild dargestellt und darauf ist eine Seegurke zu sehen. Die ist mit einem Punkt markiert, das ist der Marker, und mit einem Label beschrieben, das ist dann die Seegurke. Und Label und Marker zusammen sind eben die Bildannotation. Mit Beagle kann man auch Videos annotieren und da ist es im Grunde genauso. Da gibt es auch Marker und Label und das sind dann die Videoannotationen. Jetzt gibt es aber ein großes Problem in den meisten Forschungsbereichen, wo Bilder gesammelt werden. Und zwar habe ich hier wieder ein Beispiel aus dem Unterwasserbereich. Wenn man jetzt so ein autonomes Unterwasserfahrzeug loslässt, dann kann das 11 Stunden unterwegs sein und tauchen und in dieser Zeit 34.000 Bilder oder manchmal sogar noch mehr aufnehmen. In derselben Zeit kann aber eine Biologin oder ein Biologe nur 180 Bilder annotieren und analysieren. Da sieht man also schnell, dass es hier ein Problem geben wird, denn wenn man das mal so vergleicht, bräuchte man fast 200 Experten, um mit einem so einem Unterwasserfahrzeug mitzuhalten. Das heißt, um die Bilder genauso schnell analysieren zu können, wie sie erstellt werden können. Und das ist in den meisten Fällen einfach nicht realistisch. Und deswegen ist es leider so, dass oft die meisten Bilddaten, die gesammelt werden, gar nicht ausgewertet werden können, sondern nur ein Bruchteil davon. Und deswegen ist eigentlich schon lange klar, dass Computerunterstützung benötigt wird, um mit diesen Datenmengen überhaupt umgehen zu können. Und diese Computerunterstützung besteht aus zwei Teilen. Das ist einmal spezialisierte Software, die die Annotation überhaupt möglich macht, denn die Zeiten sind lange vorüber, wo man die Bilder ausgedruckt hat und mit einem Stift markiert hat. Dazu braucht man jetzt Software am Computer. Und der zweite Teil ist, dass die Bilder natürlich, wenn möglich, automatisch verarbeitet werden sollen. Das ist der heilige Gral, dass man einfach nur die Bilder in den Computer reinfüttert und der annotiert die von alleine. Das ist aber leider auch heutzutage noch nicht komplett möglich. Deswegen braucht man Software zur manuellen Annotation, die so gut es geht
automatisch auch unterstützt. Und das ist eben Beagle. Beagle ist die Software zur Annotation und hat auch Methoden zur automatischen Unterstützung mit eingebaut. Beagle selbst ist schon einige Jährchen alt. Die erste Version von Beagle wurde 2009 veröffentlicht und damals war sie hauptsächlich dafür gedacht, um Trainingsdaten für die Methoden des maschinellen Lernens zu sammeln, die in unserer Arbeitsgruppe entwickelt werden. Aber wir haben da auch schon schnell festgestellt, dass die Biologinnen und Biologen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, auch einfach nur gerne ihre Bilder selbst manuell annotieren wollten und damit dann weitere Analysen betreiben wollten. Deswegen war es dann klar, als dann die Technik von Beagle 1.0 nicht mehr weitergepflegt werden konnte, dass wir ein Beagle 2.0 brauchen, was sich mehr auf die manuelle Annotation fokussiert. Und diese Version 2.0 haben wir 2017 veröffentlicht und die ist auch immer noch aktuell und wird auch kontinuierlich weiterentwickelt. Von dieser Beagle-Version betreiben wir eine Instanz auf beagle.de und hier versammeln sich inzwischen über 3000 User aus der ganzen Welt, die mittlerweile über 18 Millionen Bild- und Videoannotationen auf über 3 Millionen Bildern und Videos erstellt haben. Und wenn ich sage aus der ganzen Welt, dann meine ich auch aus der ganzen Welt. Hier auf der Weltkarte sieht man, von wo aus überall User auf unsere Beagle-Instanz zugreifen. Und da sieht man auch, dass das Thema Bild- und Videoannotation in vielen Forschungsbereichen, in vielen Regionen relevant ist. Hier sieht man einmal eine Übersicht über die wichtigsten Funktionen von Beagle. Dazu gehört natürlich die Bildannotation und die Videoannotation. Aber was auch wichtig ist, sind Werkzeuge zur Qualitätskontrolle der Annotation und wie auch schon erwähnt, dann automatische Unterstützung bei der Annotation. Und was aber auch noch ein wichtiges Thema ist, ist das Erstellen und Pflegen von Sammlungen von Labels, die man für die Annotation benutzt. Und in Beagle heißen diese Sammlung von Labels Label Trees, weil man die in einer Baumstruktur anordnen kann, wenn man möchte. Und diese Label Trees können für verschiedene Annotationsprojekte benutzt werden und auch von mehreren Usern gemeinschaftlich gepflegt werden. Und das Wichtige dabei ist eben, dass man da, wenn möglich, standardisierte Label benutzt, dass man zwischen verschiedenen Studien und Annotationsprojekten auch weiß, welche Objekte jetzt dieselben sind. Und jetzt möchte ich einmal nach und nach durch all diese Hauptfunktionen durchgehen und die ein bisschen genauer beschreiben. So, hier sieht man das Bildannotationstool von Beagle. Das Bild, das kommt einem auch schon ein bisschen bekannt vor, das habe ich eben schon mal gezeigt. Das sind wieder die Leguane auf Galapagos. Nur diesmal sieht man auch tatsächlich die Marker von den Annotationen, die die Leguane markieren. Und man sieht auch, dass die unterschiedliche Farben haben. Und das bedeutet in diesem Fall, dass die Annotationen unterschiedliche Label haben. Die genaue Bedeutung spielt jetzt hier keine Rolle, aber so kann man halt schnell sehen, welches Objekt wo auf dem Bild mit welchem Label markiert ist. Wenn man oben rechts schaut, dann sieht man eine Übersicht, welcher Bildausschnitt gerade dargestellt wird. Und da sieht man, der Bildausschnitt ist von dem Gesamtbild eigentlich nur ein ganz kleiner Teil. Denn das Gesamtbild ist etwas, das nennen wir Mosaik, denn das ist aus vielen kleinen Einzelbildern zusammengesetzt. Und das ergibt dann insgesamt ein ziemlich großes Bild, was man auch gar nicht so einfach verarbeiten kann. Aber solche großen Bilder unterstützt Beagle auch. Die werden vorprozessiert und können dann ganz normal annotiert werden. Was zum Beispiel, ja, in diesem Fall sind es die Flugdrohnenbilder, aber auch bei den digitalen Mikroskopiebildern kommen diese großen Mosaike vor, die ja in manchen Bereichen einfach häufig gesammelt werden. So, und wenn man jetzt hier annotieren möchte, dann hat man in der Seitenleiste einige Werkzeuge und Übersichten, unter anderem auch eine Liste von den Labeln, die man verwendet. Davon kann man eins auswählen und dann hat man unten in der Leiste verschiedene Werkzeuge wie jetzt Punkte, Rechtecke, Kreise, Linien oder Polygone, die man zeichnen kann,
um die Objekte zu annotieren. Weiter geht's mit dem Videoannotationswerkzeug. Das sieht größtenteils genauso aus wie eben das Bildannotationswerkzeug. Nur unten hat man jetzt eine große Zeitleiste für das Video, denn hier gibt es nicht nur ein Bild, sondern mehrere Videoframes, die aufeinander folgen. Und die können auch annotiert werden. Also man hat einerseits die Möglichkeit, einen einzelnen Frame zu annotieren. Das ist dann quasi wie eine Bildannotation. Es gibt aber auch Annotationen, die die Objekte über verschiedene aufeinanderfolgende Videoframes verfolgen. Das ist dann das Besondere an der Videoannotation. Und das ergibt dann so einen langen Balken, den man unten in der Zeitleiste sieht. Hier in diesem Fall habe ich diesen Oktopus einmal markiert und unten sieht man direkt, dass der Oktopus direkt vom Anfang des Videos sichtbar ist und fast bis zum Ende des Videos sichtbar bleibt. Nur mit einer kleinen Lücke zwischendrin, wo er einmal aus dem Video verschwindet und wieder dann später sichtbar wird. Aber der Rest funktioniert genauso. Man wählt ein Label aus, man wählt ein Markierungswerkzeug aus und setzt dann eine Markierung in dem Video und hat dann eine Annotation erstellt. Das hier ist ein Werkzeug zur Qualitätskontrolle, das heißt Lago in Beagle. Und hier sieht man in einer Übersicht viele kleine Bildausschnitte von Annotationen, die man erstellt hat, in einem regelmäßigen Raster. Und diese Rasteransicht ist so entwickelt, dass man, wenn man sich die ganzen Objekte anguckt, sehr einfach Fehler entdecken kann. Und zwar ist es so, wenn man jetzt hier diese 4x4 Bilder hat und angenommen, man hätte 15 davon mit einem bestimmten Objekt oder einer Objektklasse, aber eins davon ist ein anderes Objekt, dann würde man als Mensch ziemlich schnell den Fehler entdecken, der hervorsticht und kann den dann hier in diesem Werkzeug auswählen und später in einem weiteren Schritt korrigieren. Und diese Rasteransicht eignet sich auch sehr gut, um große Bildmengen zu durchsuchen und in diesem Fall die Annotationsausschnitte. Denn hier sieht man zwar 16 Bilder, aber insgesamt oben in der Leiste ist das auch angegeben. Insgesamt sind es über 3000 Annotationen. Und die kann man in so einer Rasteransicht auch ziemlich schnell durchforsten und sich jede Annotation einmal angucken. Hier sieht man die Ansicht, wie es aussieht, wenn man so einen Label-Tree erstellen und bearbeiten möchte. Links sieht man die Label aufgelistet. Man sieht auch schon ein bisschen, dass die hier in einer Baumstruktur angeordnet sind. Da gibt es dann das Label Biota und darunter aufgeführt sind dann die weiteren Label. Alle, die unterstrichen sind, kann man auch noch weiter aufklappen und damit quasi diesen Baum noch weiter öffnen. Jedes Label hat auch eine eigene Farbe, wie wir eben schon gesehen haben, um es leichter zu machen, die Annotation zu unterscheiden, wenn man die jetzt auf dem Bild oder dem Video sieht. Und man kann auch sehen, da gibt es verschiedene Reiter für Projekte und Mitglieder, dass halt so ein Label Tree in unterschiedlichen Annotationsprojekten verwendet werden kann und dass man den Label Tree mit verschiedenen Beagle-Usern zusammen bearbeiten kann. Und wenn man jetzt neue Label erstellen möchte, dann hat man einmal die Möglichkeit, einen beliebigen Namen einzugeben. Man kann aber auch in diesem Fall Label aus einer standardisierten Datenbank importieren, die sich um ja, die auf Marinespezies spezialisiert ist. Das hier ist ein Werkzeug zur automatischen oder zur teilautomatischen Annotation, das heißt Maya für Machine Learning Assisted Image Annotation. Und dieses Maya-Werkzeug automatisiert den Detektionspart von der Annotationsaufgabe. Das heißt, hier werden interessante Objekte markiert, aber es werden noch keine Label zugewiesen. Es wird einfach nur gesagt, hier ist ein interessantes Objekt. Und diese Detektion passiert automatisch. Und alles, was dann detektiert wurde, wird dann dem User vorgeschlagen und der muss dann ein Label für jedes Objekt aussuchen oder vielleicht auch sagen, das ist eigentlich gar kein interessantes Objekt, was gefunden wurde und das kann wieder verworfen werden. Und jetzt ist es so, dass diese Detektionsaufgabe eigentlich am meisten Zeit erfordert bei der Annotation. Das heißt, man muss die Bilder durchsuchen, jeden Ausschnitt einmal angucken und schauen, ob da interessante Objekte zu sehen sind. Und wenn das automatisch passiert, dann spart man viel Zeit
Denn wenn man nur noch, wenn man sich jetzt an das Lago-Werkzeug erinnert mit den Bildausschnitten in dem regelmäßigen Raster, wenn man nur noch diese Bildausschnitte angucken muss und entscheiden muss, sind die Objekte, die da drauf zu sehen sind, interessant und wenn ja, welches Label gehört dazu, dann ist man deutlich schneller bei der Annotation. Und genau das macht dieses Maya-Werkzeug, indem es die Detektion automatisiert. So, das waren die Hauptfunktionen von Beagle, die ich vorstellen wollte. Es gibt auch ein paar kleinere Funktionen, die ich einmal erwähnen möchte. Und die erste Funktion heißt Magic Sam. Das Sam steht für Segment Anything Model. Und dieses Segment Anything Model kann sowas, dass man, wenn man das Werkzeug ausgewählt hat, muss man nur noch auf ein bestimmtes Objekt klicken. Und dann bekommt man automatisch eine detaillierte Umrandung als Annotation. Und das geht sogar noch schneller, als wenn ich den groben Kasten um das Objekt malen wollte. Dafür brauche ich nämlich 3 Klicks. Und mit diesem Magic Sam Werkzeug brauche ich nur einen einzigen Klick und bekomme sogar eine noch genauere Annotation. Und diese genauen Annotationen, die kann man in verschiedenen Fällen gut gebrauchen. Einerseits kann man die gebrauchen, wenn man auch Methoden des maschinellen Lernens trainieren möchte mit diesen detaillierten Annotationen. Oder man kann es auch für Analysen der Biomasseschätzung benutzen, wo man dann genau wissen möchte, wie viel Biomasse denn in diesen Bildern vorhanden sind. Wenn man dann die Pixelregion umrechnet in eine absolute Fläche, dann kann man das mit diesen detaillierten Annotationen sehr gut schätzen. Eine zweite Funktion, die relativ neu ist, das ist das Patch Sorting. Wenn man jetzt an das Lago-Tool wieder denkt oder auch in dem Maya-Tool für automatische Detektion, gibt es auch so eine Rasteransicht von Bildausschnitten. Dann kann man mit dem Patch Sorting einen bestimmten Bildausschnitt auswählen als Referenz und dann werden alle Ausschnitte nach Ähnlichkeit zu dieser Referenz sortiert. Und hier habe ich dieses Krabbentier ausgewählt und sehe jetzt alle möglichen anderen Krabbentiere, die auch noch gefunden wurden. Und so lässt sich das Markieren und das Zuweisen der Label deutlich beschleunigen, denn ich kann jetzt alle von diesen Wildausschnitten auf einmal markieren und dasselbe Label zuweisen und so dann noch deutlich schneller durch die gesamte Menge an Bildausschnitten mich durcharbeiten. Und als drittes ist eine Funktion, die sich gerade noch in der Entwicklung befindet. Die haben wir Labelbot genannt. Das ist eine Funktion, die den Teil der Klassifikation, also des Zuweisens von einem Label automatisieren soll. Und hierbei muss man nur noch ein Objekt auf dem Bild markieren und dann schlägt Labelbot ein Label vor, was zu diesem Objekt gehören könnte. Entweder ist das richtig und man kann direkt weitermachen und spart ein bisschen Zeit. Oder das Label muss noch korrigiert werden. Aber in den meisten Fällen sollte das Label natürlich richtig sein, damit man schneller annotieren kann. So, wer sich jetzt fragt, wie man Beagle nutzen kann, der kann gerne beagle.de benutzen. Das ist die einfachste Möglichkeit. Das ist die Instanz, die von uns selber betrieben wird und wo auch immer alle neuen Features auftauchen als erstes, die wir entwickeln. Und das ist die empfohlene Art und Weise, Beagle zu benutzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn man jetzt von einer größeren Organisation kommt oder einem Forschungsinstitut, dass man Beagle dort selber installiert und betreibt auf einem eigenen Server. Das bietet sich vor allem an, wenn man Daten analysieren möchte, die man nicht einfach so an einen externen Dienst weitergeben möchte. Man hat auch die Möglichkeit, Beagle lokal zu installieren, zum Beispiel auf einem Laptop. Das bietet sich aber eigentlich nur an für Situationen, wo man eine schlechte Internetverbindung hat. Also Beagle ist nicht sehr leicht zu installieren, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Forschungsschifffahrt ist, was wir häufiger mal haben, wo es dann nur sehr schlechte Internetverbindungen gibt, dann kann man Beagle dort auf einem Laptop installieren oder auf einem kleinen Server und im Schiffsnetzwerk auch betreiben. Wer Beagle selber installieren möchte, der findet Anleitungen dazu in unserer GitHub-Organisation. Und ja, wie gesagt, unsere selbstbetriebene Instanz findet man auf beagle.de. So, jetzt möchte ich einmal eine kurze Demo geben, damit man auch mal gesehen hat, wie denn die Annotation
in interaktiv funktioniert. Hier habe ich meine Beagle-Startseite schon aufgemacht. Hier sieht man verschiedene Annotationsprojekte von mir. Und hier wähle ich mal ein Projekt aus und in diesem Projekt eine bestimmte Bildersammlung und in dieser Bildersammlung ein bestimmtes Bild. Das ist hier auch wieder ein Unterwasserbild aus der Tiefsee. Und hier sieht man auch schon zwei Annotationen, die ich gemacht habe. Das habe ich eben schon mal ausprobiert und vergessen, die Annotation zu löschen. Jetzt mache ich die einfach nochmal. Das heißt also, ich kann hier das Bild bewegen, ich kann auch reinzoomen, um mir die Objekte genauer anzugucken. Hier sehe ich so einen Fisch. Und wenn ich den jetzt annotieren möchte, wähle ich rechts in der ganzen Liste von Labels. Das ist nicht nur ein so ein Label Tree, sondern das ist jetzt eine ganze Liste von Label Trees, die ich benutzen kann. Dann wähle ich ein Label aus, wähle ein Werkzeug aus, hier einen Kreis. Und dann kann ich einen Kreis um das Objekt malen. Und dann geht es weiter. Dann muss ich mir das nächste Objekt suchen. Hier habe ich einen Schwamm, den kann ich auch noch annotieren. Und dann habe ich schon zwei Annotationen gemacht und auf diesem Bild ist gar nicht so viel mehr Interessantes zu sehen. Und wenn jetzt alle Bilder von dieser Bildersammlung annotiert wurden, dann kann ich hier mir einen sogenannten Report anfordern lassen. Das können ein maschinenlesbarer Report sein oder zum Beispiel Excel oder vielleicht auch ein Plot, den ich mir anfordere und runterladen kann und mit dem ich dann die weitere Analyse machen kann. Genau, das war einmal der Kurzdurchlauf, wie man so annotieren kann in Beagle. Und wer sich jetzt dafür interessiert, kann sich gerne beagle.de angucken. Da gibt es auch noch ein Benutzerhandbuch oder unsere Publikation. Und man kann sich auch kostenlos einen Account machen und da seine eigenen Daten analysieren. Wir freuen uns auch immer über E-Mails an info@beagle.de, wenn es noch Fragen gibt oder ja, Wünsche nach Kontakt zu uns, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden per E-Mail. Und zufällig bieten wir in ein paar Tagen auch einen Workshop für Anfänger an, am 7. Dezember. Wem das jetzt also ein bisschen zu kurz war oder wer jetzt Interesse an Beagle bekommen hat, kann da auch gerne mitmachen und uns einfach eine E-Mail an info@beagle.de schreiben und dann schicken wir die Informationen zu dem Workshop raus. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und beantworte gerne Fragen, wenn es welche gibt. Vielen Dank.